Hallo, mein Name ist Alexandra Höfer und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit Blumen vom Wegesrand oder von der Wiese einen tollen Strauß für zu Hause machen kann. Wenn das ein Thema für euch ist, dann bleibt gern dran und ich zeige euch, wie es funktioniert. Ich habe beim Spaziergang mit meinem Hund einfach wirklich verschiedene Blumen, wo es auf der Wiese, am Wegesrand, am Kornfeld, am Wegesrand, oder wo ich gesehen habe, habe ich einfach mitgenommen. Eigentlich war mein Gedanke, einen Strauß mit Gräsern zu binden. Also es gibt ja wirklich so viele verschiedene Gräser und wenn man auf der Wiese mal schaut oder auf die verschiedenen Wiesen, gibt es wirklich wieder komplett wieder andere Gräser. Und man kann mit denen schon einen tollen Strauß machen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Die können sagen, ja toll, bei mir muss ein Strauß einfach was Üppiges sein, muss was Blumiges sein. Ist alles verständlich, aber ich finde, es ist einfach auch mal was Schönes, wenn man einfach sagt, man kann beim Spaziergang was mitnehmen. Man soll es natürlich nicht übertreiben, sage ich gleich dazu. Man soll einfach auch nicht in der Wiese schneiden oder im Kornfeld schneiden, sondern wirklich dann bloß am Wegesrand, da wo es dann wirklich auch nicht so auffällt, wenn man da was wegnimmt. Und dann kann man da wirklich gut auch wirklich eine schöne Fülle zusammenbringen. Was ganz wichtig ist, wenn das daheim in Wasser stellt, am besten nehmt ihr wirklich eine Gartenschere. Ihr müsst es nicht mal schräg anschneiden. Optimal ist es natürlich mit dem Messer. Ihr könnt ein ganz normales Küchenmesser nehmen, wenn ihr kein Floristenmesser habt. Aber nehmt bitte eins mit einer Klappenklinge. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr so ein gezacktes Messer habt, dann könnt ihr es einfach nicht gescheit anschneiden. Die Blumen brauchen einfach genauso wie eigentlich die Blumen, ja, und aber auch jetzt wirklich so kleinere Blumen wie Wiesenschaumkraut, wie Kamille, wie der wilde Fenchel oder die wilde Dill. Die brauchen einfach auch einen Schräganschnitt. Das ist ganz wichtig, dass die einfach dann gut Wasser aufnehmen. Jetzt probiere ich das mal anders als sonst bei meinen Videos. Zuvor noch gesagt, die Gräser könnt ihr unten nur gerade abschneiden, aber ganz wichtig ist es, dass sie wirklich abgeschnitten werden, weil ihr seid ja dann doch vielleicht eine Weile unterwegs. Bis ihr dann ins Wasser optimal ist natürlich, ihr habt zum kühlen Wasser dabei und tritt es auf der Wiese oder auf dem Wegesrand und stellt es dann ein. Hat natürlich nicht jeder, klar. Also schneidet es daheim einfach einmal unten mit der Gartenschere an, stellt sie ins Wasser und lasst sie wirklich mal ein paar Stunden Wasser ziehen. Also ich habe meine 2 Tage ziehen lassen, weil ich das Video eigentlich schon vorher drehen wollte. Das ist ein bisschen lang. Aber ihr werdet sehen, dass die relativ viel Wasser brauchen und dass das Wasser auch nochmal nachgießen müsst in eurer Vase. So viel dazu. Jetzt probiere ich was anderes, weil man doch immer nie so die Detailaufnahme gesehen hat. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und das einfach mit rein zu schneiden. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es gedacht habe. Wenn es nicht funktioniert, sind wir einfach lernfähig und es bleibt bei den Action-Videos, wo wir das einfach dann nochmal machen können. So, also ich fange mal an. So, jetzt seid ihr mal auf der anderen Seite vom Tisch. Jetzt zeige ich euch einfach mal meine Blumen, was ich habe. Also ich habe wirklich Kamille dabei, ich habe den wilden Fenchel oder Fenchel Dill dabei. Ich habe noch so Fruchtkapseln von Radistel. Die wilde Wicke, die wächst ganz viel in der Wiese. Also das ist wirklich was ganz Tolles, was ganz filigranes. Ist vielleicht auch jedermanns Sache, aber ich sage, ich mache halt einfach wirklich einen bunten Wiesenstrauß. Was ich dann noch habe, der Frauenmantel, den hat vielleicht der ein oder andere im Garten. Die passenden Blätter dazu zum Frauenmantel. Also die sind, wenn sie relativ fest sind, probiert es einfach aus. Dann könnt ihr sie wirklich auch gut hernehmen. Aber bitte auch vorher schräger Anschnitt. Sieht man es? Ja. Aber beim Frauenmantel. Einfach, dass man mal den Anschnitt sieht. Was ich dann noch dabei habe, ist Margeriten. Das ist auch die wilde Margerite, wo bei manche blüht sie vielleicht im Garten. Ich habe noch einen Klee mitgemacht. Gibt es in Lila oder in diesem Flieder-Lila-Ton und in Weiß. Und dann habe ich wirklich komplett verschiedene Gräser, dass man die einfach auch mal sieht. Ich habe sogar ein bisschen Korn geschnitten. Das war aus dem Wegesrand. Also bitte nicht auf dem Acker oder im Kornfeld schneiden, sondern wirklich dann am Wegesrand ist das raus und das Korn war auch wirklich heraus. Also es gibt wirklich so ganz filigrane Gräser. Es gibt dann wieder komplett eine, wo
fast wie ein Grashalm aussehen. Also ich fand es einfach faszinierend, dass es so viele verschiedene Gräser gibt. Und jetzt fangen wir mit diesem ganzen Blumen einen Strauß anzubinden. Wir wechseln wieder die Seite. So, andere Seite wieder. Los geht's. Es gibt jetzt wirklich auch kreuze Streben, nachdem ich jetzt vorgehe oder eine Bedienungsanleitung, wie man sagt, so müsst ihr den Strauß binden. Ich weiß, es gibt ganz viele Kollegen, die was sagen, so und so muss der Strauß aufgebaut sein. Ich finde immer, es muss die Technik stimmen und das heißt einfach, dass man versucht, schräg anzulegen, die Blumen und auf jeden Fall die Blumen angeschnitten, am Schluss auch nochmal angeschnitten mit einem scharfen Messer schräg, dass sie einfach gut Wasser ziehen. Zusammenbinden, dass man es einfach, dass er gebunden ist, der Strauß, das ist wichtig und das vor allem unterhalb von der Bindestelle. Die Bindestelle ist immer das, was ihr dann in der Hand habt. Das sollten keine Blüten oder Blätterreste sein. Das ist eigentlich wichtig. Also das könnt ihr ganz am Anfang machen. Das könnt ihr sogar schon machen, wenn ihr sie dann mit Feigen genommen habt, eure Blüten. Also die Gräser sind teilweise nochmal unten Blätter oder so dran, die kann man dann wegmachen, aber die haben meistens schon einen glatten Stiel, dann muss man nichts machen. Aber bei den Blumen ist einfach wichtig, dass man wirklich sagt, unterhalb von der Bindestelle sollte nichts mehr sein. Dass man dann einfach auch gut, dass sie keine Bakterien im Wasser bilden und dass einfach auch das Strauß besser hält. Das ist einfach auch wichtig. Jetzt zeige ich euch einfach mal ein Beispiel. Gucken. Hier wären jetzt noch Blüten drin oder Blätter und hier habe ich sie unten alle weg. Von dem her, das ist. Aber das Prinzip ist, glaube ich, verstanden. Auch wenn man es jetzt vielleicht nicht ganz im Video sieht. Dann legt man einfach wirklich an und zwar wirklich schräg. Ich fange jetzt mal an und dann zeige ich euch mal. Ja, dann mache ich wieder eine Nahaufnahme, dass man einfach dann sieht, wie das denn schräg angelegt aussehen sollte. Wenn ihr natürlich jetzt nur so einzelne Stiele habt, wo keine Blüten dran sind oder nur Blätter sind, die könnt ihr rausschneiden. Das könnt ihr aber alles vorher vorbereiten. Und wenn ihr los anfangt zum Binden, wäre es sinnvoll, nicht so ein Kuddelmuddel, wie ich hier zu haben, das muss ich eigentlich auch sagen, sondern ihr legt eure Blüten euch parat. Ich tue mir jetzt einfach, also ich weiß, ich ziehe das hier raus und nimm das, aber ihr versucht, dass ihr euch einfach eure Gräser auf einen Haufen legt, sag ich jetzt mal, und dann auf die andere Seite legt ihr eure Blüten und dann sagt, so, da ist die Kamera kurz weg. Ganz rausstellen kann ich wahrscheinlich nicht, also deswegen, wenn es einen Schlag tut und ihr nichts mehr seht, dann war es die Kamera, wo die vom Ständer runtergeflogen ist. Aber so ist es dann mal. Also wie gesagt, ich zeige es euch nachher, wie das schräg anlegen ist. Ihr probiert es. Das ist, ich sage immer, das ist auch sehr schwierig am Anfang, wenn man Strauß anfängt zu binden. Man muss auf so viele Sachen achten. Man hat dann schon mit den Materialien so viel zum tun, dass man die irgendwie auseinanderhält, dass man die irgendwie unterdrückt. Mit den Fingern muss man schauen, dass die Finger dann alle gerade sind. Das ist dann auch wieder so was. Oder dass die Finger dann nicht dazwischen sind, sondern dass man wirklich das Strauß richtig bindet. Deswegen bereitet euch wirklich alles vor. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch alles vorbereitet und dann könnt ihr wirklich gucken, dass es funktioniert. Und dann wechselt ihr wirklich einfach das ab. Ihr wechselt Gräser ab, ihr wechselt die Blüten ab. Auch wenn manche Blüten vielleicht ein bisschen vertrocknet sind oder so. Ich finde das jetzt in so einem sommerlichen Wiesenstrauß, finde ich das nicht schlimm. Dass man das einfach dann auch ein bisschen berücksichtigt und dann einfach auch sagt, das ist einfach so. Der ist wirklich so natürlich. Auf der Wiese verblüht auch das eine, das andere. Und das ist dann einfach halt kein Strauß wie vom Floristen. Soll es auch nicht sein. Es soll wirklich so ein selbstgepflückter Strauß auf der Wiese sein und mit allen Blumen, was er eigentlich gefunden hat. Das könnt ihr wirklich auch super gut am Sonntagnachmittag oder in die Ferien jetzt noch ganz, dass ihr einen Spaziergang macht. Jeder sucht was zusammen. Und ihr probiert dann einfach auch alle zusammen den Strauß zu binden. Also das ist wirklich eine ganz tolle oder ein ganz toller Punkt auch mit Kindern. Also ihr könnt es dann auch dann, dass jeder das Sträuchle bindet, das ist ausgebrochen.
Und wie gesagt, wichtig ist eigentlich bloß, dass du es vorher einfach gut ins Wasser stellst, dass die einfach gut Wasser ziehen und schaust, dass ihr wirklich unterhalb von der Bindestelle nichts mehr an Grün habt. Keine Blätter, keine kleineren Blüten, nichts mehr, sondern alles weg, dass sich einfach der Strauß gut hält. Und dann könnt ihr dann auch wirklich so langsam eintrocknen lassen. So, jetzt sieht man ein bisschen was schon davon. Jetzt mache ich mal nochmal eine Nahaufnahme, dass es einfach seht, wie einfach auch die Technik aussieht oder wie es aussehen sollte. Wobei ich immer sage, ihr sollt einfach nur schauen, dass es nicht in alle Richtungen geht, sondern dass es wirklich dann in eine Richtung geht. Wenn es gar nicht funktioniert, versucht ihr, dass die Stiele alle relativ gerade nach unten gehen, also parallel anlegen. Das funktioniert auch. Gott bloß drum, dass man nicht so viele Stiele quetscht, weil ihr habt ja bei den Wiesenblüten jetzt einfach auch jede Menge kleine Blüten, dass da einfach wirklich nichts gequetscht wird und euch die Blüten einfach nicht kaputt gehen. Am Anfang bindet der Florist eigentlich, oder die Floristen, so Lampas mit drei Finger, hebt man den Strauß. Und wenn man dann einfach eine gewisse Fülle hat, dann wird eben die ganze Hand dazu genommen. Und das geht aber jetzt bei euch nicht gleich. Das ist, ihr macht es einfach wirklich dann nur mit einer Hand. So könnt ihr es gut heben und dann funktioniert es auch ganz gut. So, aber jetzt wie gesprochen oder wie versprochen, die Nahaufnahme vom Strauß. So, wie die andere Seite vom Tisch. So sollte die. Unterhalb von der Bindestelle ist nichts. Oberhalb von der Bindestelle sind die Blüten. Und die Bindestelle habe ich auch gezeigt. Also einfach wirklich versuchen, das so schräg hinzulegen. Wenn man es vorher vielleicht nicht genau gesehen hat, mein Verhau auf dem Tisch, von dem ich rede. Ich glaube, mein Video ist ein bisschen arg weit oben heute gedreht. Also ihr seht, das ist wirklich, nur die Gräser sind auf einem Haufen und hier ist wirklich ein Wirrwarr. Also so soll es nicht sein. Schaut toll, wenn ich euch erkläre, dass man es so machen sollte, gell? Und ihr macht es komplett anders. Oder ich mache es komplett anders. Also wirklich auch Gräser, wenn ihr wollt, sortieren. Dass ihr dann einfach sagt, okay, so macht man es. Und dann, ja, sieht das besser aus. Warte schon mal schon gleich vorbereiten, dass man die gleich hinstellt. Bast vorbereiten, habe ich vorher auch nicht gesagt. Ihr müsst ja irgendwas nehmen zum Zubinden. Und dann geht es jetzt weiter. Ich hoffe jetzt auch, dass die Kamera hält und fliegt nicht wieder runter, so wie vorher. Was noch wichtig ist, wenn ihr natürlich jetzt euch vorstellt, ihr habt jetzt einen Mega-Strauß, dann müsst ihr euch aber auch überlegen, ihr braucht aber auch mega, mega viele Blumen dazu. Also das kommt bei so kleinen Blüten wirklich sehr schwer. Also es funktioniert, klar. Ich habe in meiner Abschlussprüfung auch einen Wiesenstrauß gebunden. Der war dreimal so groß wie den, was ich jetzt mache. Allerdings war ich aber auch, also jetzt war ich eine Stunde, glaube ich, unterwegs mit dem Hund und habe nur das so mitgenommen, was das so neben, was ich wirklich gesehen habe. Ich muss ja dazu sagen, ich war ohne Messer unterwegs. Das ist auch ganz wichtig. Nehmt immer Taschenmesser mit oder eine kleine Schere, dass ihr euch wirklich dann, ja, euch auch gut was wegschneiden kannst oder das auch schneiden kannst. Ich habe mir wirklich einen Finger reingerissen mit oder mehrere Schnitte in den Finger gekriegt, wegen den grappigen Gräser. Das ist ganz arg scharf. Und ich habe wirklich eine Hornhaut in den Finger. Als Floristin hat man das einfach von dem her, aber es ist das trotzdem. Also von dem her ist das zum Empfehlen, wenn er auf den Spaziergang geht. Normalerweise habe ich immer ein Messer dabei. Muss ja wirklich kein so ein Küchenmesser sein, ja, kein so ein Messer dagegen. Aber nehmt wirklich ein Klappmesser oder eins, wo ihr zusammenklappen könnt mit. Oder wo wenigstens eine Hülle oder so drin ist, dass ihr dann wirklich, wenn ihr es braucht, dass ihr dann eins habt. Oder eine kleine Schere, wo ihr euch dann irgendwo einen Gürtel hinmachen könnt oder in der Tasche verstauen könnt. Also das ist ein guter Tipp, wenn ihr einfach sagt, ihr nehmt euch einfach was mit, wenn ihr auch was irgendwo findet. Man geht ja jetzt nicht immer los und sagt, hey, heute suche ich was, sondern meistens ist es dann so, wenn man wirklich nichts dabei hat, dass man dann wirklich was findet, was einem wirklich fällt. Oder was man denkt, das könnte man jetzt brauchen. Man hat auch nicht immer jeden Tag gleich Lust, gleich was damit zu machen mit den Blumen. Also von dem her, guckt so einfach mal. So, und was auch noch wichtig ist, ich weiß, das ist alles ein bisschen schwierig am Anfang, aber den Strauß drehen.
Das ist ganz halt wichtig. Weil ihr dann einfach auf alle Seiten eigentlich immer wieder schauen könnt. Ihr könnt es eigentlich auch immer so ein bisschen wegheben und so von oben drauf oder nach unten und so ein bisschen von oben drauf. Dann seht ihr auch, wo was fehlt. Wobei ich jetzt wieder sagen muss, der muss nicht komplett gleich sein. Also ihr könntet hier bei so einem Wiesenstrauß nicht ein Lineal durchziehen und dann sieht er auf jeder Seite gleich aus. Muss es auch nicht. Also ich finde es auch schön, wenn der Strauß einfach aus verschiedenen Seiten komplett anders aussieht. Das macht einfach spannend. Und wieder nochmal gesagt, ich habe schon öfters bei Sträußen gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt wirklich die grundlegenden Sachen, wo man einfach als Florist, sage ich jetzt mal, lernt, was einfach zum Strauß dazugehört, wie ein Strauß aufgebaut werden soll, wie ein Strauß gebunden werden soll. Und es gibt aber mittlerweile wirklich sehr viele Freiheiten, wo man einfach dann auch machen darf. Ja, das muss man wirklich auch sagen. Also früher war es wirklich viel, viel mehr eingeengt und viel mehr weniger Freiheiten, wo man einfach, wie man Strauß richtig binden kann. Und heutzutage kann man wirklich super tolle Sträuße binden. Man kann sie in verschiedene Formen binden, was früher jetzt auch nicht so gegeben hat. Man kann es wirklich als Stehstrauß binden. Also wenn ihr da einfach mal googelt, was es alles für Sträuße gibt, dann seht ihr, dass man da wirklich nicht mehr fest gnädig ist, sage ich mal, auf einen Strauß-Typ, denn wo, wenn man sagt, das ist ein Strauß, dann ist es der Strauß, sondern wirklich verschiedene. Und mit die Gräser bringt so wirklich so dieses Lockere, dieses, also ich bin einfach so ein Sommerstrauß. Das ist klar, man kann jetzt ein paar Gartenrosen dazu nehmen, wenn ihr das habt. Vielleicht auch verzweigte Rose oder Duftrose. Das macht es natürlich nochmal toll. Aber sonst finde ich das einfach wirklich spannend so mit diesen Gräsern. Vor allem, wenn es auch so bräunliche Gräser und grüne Gräser und ganz filigrane Gräser. Macht es einfach spannend und macht es einfach auch ein bisschen wirklich lockerer. Also so bringt es einfach schon so einen lockeren Stil hin. Natürlich wieder Geschmackssache, wenn es einem auch wirklich fällt. Also das ist einfach so immer Voraussetzung und jeder kann das so machen, wie es möchte. Und ihr seht, das geht eigentlich wirklich relativ schnell. Alternativ, wenn er wirklich sagt, ich traue mir das nicht zu oder es funktioniert einfach nicht, aber probiert es wirklich vorher aus, bevor er sagt, ich mache es nicht. Dann nehmt ihr euch einfach ein Glasgefäß her, steckt euch einfach die Blumen, also ich würde anfangen mit Gräser, schaut aber wirklich, dass unterhalb wirklich was alles im Wasser dann drin ist, nicht wieder keine Blätter, kein Grün, nichts ist, keine Blüten, keine Knospen, nichts. Und dann steckt ihr euch die einfach wirklich wild durcheinander. Und da eignet sich jetzt wirklich so quer. Also dass ihr wirklich die einen so reinsteckt, die einen dann so reinsteckt, dass das wirklich dann ineinander verkantet. Und dann halten die sich auch relativ gut. Kommt die Lucy, hi. Gibt noch nichts zum Essen. Das ist die Katze. Jetzt kommt der Hund, klar, der liegt oben und wartet, dass was zu essen kriegt. Na, das gibt noch nichts, kannst du auch nochmal gehen. Gibt noch nichts. Ja, sind beide da, gut. Das ist aber nicht so toll, wenn ihr hinter mir steht, dass ihr nämlich die Butter nicht mit der Zwiebel. So. Auf den letzten Zügen. Was habe ich jetzt gesagt? Ah, mit dem Verkeilen. Also, ihr guckt einfach, dass die wirklich dann gut verteilt sind. Oder ihr habt wirklich so viele, dass ihr wirklich eure Vase ausfüllt. Also das ist auch von denen her. Aber das wäre jetzt eine Alternative, wenn du wirklich sagst, klappt nicht oder ich bin einfach kein Strauß-Tipp, ich mag das einfach nicht, dann macht es wirklich so. Dass es wirklich dann nur so in die Vase füllt. Aber auch wirklich täglich frisches Wasser wechseln ist ganz wichtig beim Strauß und dann auch schauen, dass er aber wirklich dann jedes Mal wieder gucken, dass wirklich keine Blütenreste in der Vase sind. Was auch noch wichtig ist, beim Strauß auch wirklich jeden Tag Wasser frisch machen. Gibt's im Blumenladen gibt es immer Frischhaltemittel, wenn man dann einen Strauß kauft. Das tut sie auch rein, da brauchst du nicht dann gleich wieder Wasser frisch machen. Aber
Das hilft einfach auch, dass sich keine Bakterien bilden können und dass die Blumen einfach besser halten. Bei so einem Wiesenfrost brauchst du jetzt nicht extra in den Blumenladen gehen und Frischhaltemittel holen, sondern du reibst da wirklich täglich Wasser. Das reicht aus. Wenn du Blüten habt, wo wenn du Blüten habt, die wo im Strauß, wenn du Blüten im Strauß habt, nicht bloß Gräser oder Füllmaterial, dann tut sie bitte die Blüten aus, sag ich mal, jeden zweiten, jeden dritten Tag wirklich anstellen beim Schaffen. So, jetzt ist schon mal fertig. Und es ist wirklich einfach wirklich dieser luftige Charakter durch das. Er ist auch wild durcheinander. Also ich wollte es so. Also von dem her, ich habe jetzt unten nur die Eichenmilderblätter einfach dann dazu. Ihr könnt es auch gerne nur irgendwelche Ranken dazu nehmen, wo ihr im Garten habt. Wenn ihr sagt, die möchten einfach nur dazu, dass die dafür rausgehen. Da ist wirklich alles erlaubt. Nur wirklich gucken, unterhalb von der Bindestelle keine grün und keine Blüten. Nicht. So, jetzt mache ich nochmal eine Nahaufnahme von der Spirale. Jetzt sieht man es nämlich ein bisschen besser. Und dann schneide ich ihn nur an und dann stellen wir in die Vase. Ich muss einfach das nochmal anders machen. Die sind, ich glaube, beigeschaltet. So ist die Spirale. Die wollen wir nicht zubunden. Aber man sieht, so ist das. Ich hoffe, man kann sich ein bisschen vorstellen, wie das gebunden ist. Bringt auch nichts, nö. Dann stelle ich ihn jetzt in die Vase, schneiden an, schneiden ab und dann gucken wir nochmal. Irgendwas hat nicht funktioniert, aber auf jeden Fall, das ist jetzt die Bindestelle. Ich habe auch ein bisschen eine breitere Bindestelle genommen. Das sieht man jetzt auch nochmal die Spirale. Dann, das ist der fertige Strauß. Ich zeige euch auch nochmal, wenn er so steht. Von alle Seiten. Und das war's. Hallo, jetzt bin ich's nochmal. Heute gibt es eine ganz andere Abmoderation als sonst, nachdem ich gerade mein Video hochladen wollte und gemerkt habe, dass der Ton nicht dran war. Oder der Ton ist dran, aber es gibt kein Bild. Das werdet ihr noch gesehen haben, wo ihr es angeguckt habt, weil ich konnte es nicht mehr anschneiden. Gibt es auf jeden Fall draußen nochmal. Ist nicht mehr ganz so frisch wie gestern. Aber dass man einfach nochmal von alle Seiten sieht. Guckt es auf jetzt Platsche runter. So. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Eine sonnige Woche. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr dürft mir gerne auch ein Like da lassen. Freue mich wahnsinnig drüber. Sonst habt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!